shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddi und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, wenn ich mir so die letzten GTA 5 Updates so anschaue, da sind doch so einige Verbesserungen mit ins Spiel gekommen, die sich so von der PS3 Version so abgehoben haben. Also wenn ich jetzt als Beispiel mal die Klamotten nehme oder gerade speziell die Masken, da sind noch extrem viele neue dazugekommen, die einfach optisch besser aussehen. Oder auch die Waffenskins, die wirklich extrem geil aussehen. Viele alte neue Autos wurden optisch nochmal aufgepäppelt und kamen komplett neu ins Spiel. Neue Apartments kamen ins Spiel oder Apartment-Stile, da hat sich wirklich optisch extrem viel verändert, aber eine Kategorie ist wirklich so, meiner Meinung nach, wirklich auf der Strecke geblieben. Und die sind immer noch da, wie vor 2,5 Jahren auf der PS3, und das sind die Warstock-Fahrzeuge, beziehungsweise die Militärfahrzeuge. Da kam jetzt wirklich in den letzten, ja, 2,5 Jahre fast, oder fast 3 Jahre sogar, eigentlich gar kein neues Fahrzeug dazu. Klar, es sind viele Helikopter dazugekommen, aber die zähle ich jetzt nicht so dazu, sondern ich meine eigentlich mehr so die Straßenfahrzeuge. Also, wir haben den Barrack und den Rhino und eigentlich, die haben wir schon seit 3 Jahren, da kam auch wirklich gar nichts dazu. Und während die Gangster mit ihren XLS und mit dem Schäfter gepanzerten sich wirklich aufgerüstet haben, ist irgendwie das Militär oder die Polizei wirklich stehen geblieben, so richtig zurückgeblieben, so wie das Leben vor 3 Jahren oder so. Die haben sich absolut gar nicht entwickelt. Und da war wirklich ein fleißiger Modernberg und hat mal so neue Panzer mit ins Spiel gebracht, die ich extrem geil finde. Und der zeigt halt auch, was wirklich theoretisch möglich ist in GTA 5. Und die Panzer möchte ich euch jetzt gerade mal vorstellen. Und ich würde es übertrieben feiern, wenn ja so ein Militär-Update mal oder in nächster Zeit mal ins Spiel kommt. Einfach um neue Panzer zu haben oder sich einfach auf dem Straßengefecht anders zu verteidigen als in einem Insurgent oder in einem Karin-Technical. Ihr könnt mir mal sagen, was ihr davon haltet. Könnt mir auch ein Like da lassen, falls es euch gefallen hat. Und dann fange ich jetzt einfach mal an, die Fahrzeuge euch vorzustellen. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch dann auch die, für die Leute, die am PC spielen, auch die Mod runterladen. So, kommen wir also schon zum ersten Fahrzeug und das finde ich schon so übertrieben geil. Also ich muss vornherein schon mal sagen, ich habe mit dem Militär überhaupt gar nichts zu tun, deswegen kann ich euch gar keine Hintergrundinformationen von den Panzern sagen, aus welchem Land die kommen oder was die können oder wie schwer oder sonst irgendwas. Habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Ich spiele auch kein Battlefield oder Call of Duty oder andere Kriegssimulationen, habe ich auch gar nichts zu tun, deswegen kann ich euch überhaupt gar keine Informationen über diese Fahrzeuge geben. Ich kann jetzt einfach nur vom optischen und vom Fahrverhalten und vom Schießverhalten das Ganze bewerten. Aber den finde ich schon extrem geil, weil er einfach, wie ich finde, ins Spiel passt, gerade mit dem Brickade. Das ist auch so ein fetter LKW, ist ein bisschen gepanzert, wo viele Leute reinpassen. Und da passt der, finde ich, für einen Panzer so schon ein bisschen dazu. Klar, er hat Ketten, was jetzt vielleicht nicht so unbedingt passt. Aber ich finde das Fahrzeug einfach dermaßen geil und ich würde es so feiern, wenn es mit ins Spiel kommt. Der hat auch das Geschütz von der Hydra, wie ihr auch im Hintergrund schon seht. Also das macht wirklich so bum, 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 wirklich so extrem krass. Und ja, ich finde es einfach geil. Es fährt sich zwar ein bisschen, ja, zäh, ein bisschen langsam. Aber ich finde es einfach so als Alternative zum Rhino-Panzer auf jeden Fall, ja, ein Kaufwert. Also ich würde es mir auf jeden Fall kaufen und wenn es mit einem Klitsch natürlich in die Garage geht, würde ich es mir natürlich auch in die Garage stellen. Ja, das war es auf jeden Fall jetzt mit dem Fahrzeug. Ich komme jetzt gleich mal zum zweiten. Kommen wir nun also zum zweiten Panzer und den finde ich richtig geil. Also das ist auf jeden Fall eine bessere Alternative als der Rhino-Panzer, weil der Rhino-Panzer hat ja auch obendrauf so ein MG-Geschütz, das absolut nutzlos ist, wo auch kein zweiter Mann einsteigen kann, um das MG zu bedienen. Und bei dem Panzer ist es einfach anders. Also ich finde ihn einfach optisch passender, nicht so ein hässliches Wüstentarn, sondern wirklich eher mehr so Waldtarn. Also obwohl es jetzt auch kein richtiger Waldtarn ist, aber er ist mehr so grünlich, also wie halt so ein Originalpanzer, wie man sich halt vorstellt. Und ich finde auch die Form und so alles richtig geil. Und der Vorteil zu dem Panzer ist, dass er halt wirklich das MG auch steuern kann. Also man braucht jetzt keinen zweiten Spieler oder es ist einfach nicht nur Attrappe da oben drauf, sondern man kann es auch wirklich bedienen und auch wirklich schießen. Und das finde ich einfach, das gehört zum Panzer dazu. Also wenn man schon so ein Geschütz oben drauf hat, dann finde ich es absolut blöd von Rockstars, dass die das nicht so programmiert haben, dass man es auch nutzen kann. Und bei dem Panzer ist es einfach anders und deswegen finde ich den Panzer einfach so extrem geil. Und er sieht einfach optisch auch wesentlich besser aus als der stinknormale Rhino-Panzer. Also ich würde mir den auf jeden Fall kaufen, wenn es den dann irgendwann mal geben sollte. Was ich wahrscheinlich nicht glaube, weil Rockstars irgendwie sowas nicht macht. Aber es wäre natürlich geil, wenn Rockstars sowas machen würde, weil die gehen ja auf die Community ein. Und ja, vielleicht gehen sie auch auf das Video ein und sagen, hey, Zeddi hat ein cooles Video gemacht über Panzer, komm, machen wir einen Panzer-DLC. Und dann wäre der Panzer auf jeden Fall mit dabei. Also richtig geiles Teil auf jeden Fall. Ich würde gerne Kaufempfehlungen sagen, aber kann man ja nicht kaufen. Schade eigentlich. Das dritte Fahrzeug gibt es jetzt nun in zwei verschiedene Varianten. Einmal, wie ihr seht, so in einem kompletten Waldtarn-Camouflage, und dann gibt es den halt auch noch in so einem normalen, ja, grau-grünen Farbton, der dem Rhino-Panzer doch relativ ähnlich ist. Aber ich muss einfach sagen, der sieht einfach detailgetreuer aus, und wir sind jetzt nicht mehr auf der Old Gen, sondern wir sind jetzt auf der Next Gen, auf PC, Xbox One und auf der PS4, und ich finde einfach, da gehört ein optisches Update einfach vom Rhino Panzer hinzu, finde ich. Und mit diesem Panzer wäre es auf jeden Fall eine gute Alternative, weil es sieht einfach optisch wesentlich besser aus, detailgetreuer, kann auch nicht viel mehr als der Rhino, aber er sieht einfach, wie ich finde, viel besser aus. Also der hat auch schon so die komischen Panzerfaust-Abwehrsysteme an der Seite dran. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Begriff heißt, aber auf jeden Fall, wenn da die Panzerfaust drauf geht, dann explodiert das Päckchen an der Seite vor der Panzerfaust. Das heißt, der Panzer wird nicht direkt getroffen, sondern erst die Panzerfaust, also die Rakete, wird quasi, bevor es einen Panzer berührt, schon in die Luft gesprengt, so als kleine Nebeninformation für die Leute, die das nicht wissen. Also ich denke mal, dass es die Pakete an der Seite sind. So müssten die ungefähr aussehen. Auf jeden Fall ein richtig geiler Panzer, optisch. Wie gesagt, kann halt auch nicht mehr als der Rhino Panzer, aber halt sieht viel, viel geiler aus, finde ich. Das ist jetzt nun das vierte Fahrzeug, das ich euch vorstellen möchte. Das gibt es einmal auch in diesem Waldtarn und einmal in so einem, ja, neutral gehaltenen Farbton. Und es würde extrem gut in GTA 5 reinpassen, weil Rockstar macht ja auch immer oder bietet oft so Alternativen zu irgendwelchen Fahrzeugen an. Ich nehme jetzt als Beispiel mal den Chester und den Massacro. Klar, die sind individuell trotzdem, aber im Vergleich zu anderen Fahrzeugen sind die sich extrem ähnlich. Genauso wie der T20 und der Zentorno oder vielleicht, ja okay, das ist vage ausgedrückt, aber trotzdem vielleicht der Adder und der Benji. Da gibt es halt immer irgendwo Parallelen, wo zwei Fahrzeuge sich extrem ähneln, aber halt trotzdem noch ein bisschen anders sind, vor allem auch optisch betrachtet. Und da würde dieses Fahrzeug extrem gut reinpassen, einfach als Alternative für den Insurgent. Ich habe mir jetzt noch ein paar Kollegen organisiert, sage ich jetzt mal, um ein bisschen Ärger mit der Polizei anzufangen, einfach mal um das Fahrzeug zu testen. Aber wie beim Insurgent, es ist wirklich so extrem gleich. Also da gab es jetzt auch keine großartigen Unterschiede. Auch dieses Fahrzeug ist extrem gepanzert, also gar kein oder fast keinen Schaden bekommen. Und von daher würde das einfach extrem gut in GTA 5 reinpassen, zu einem Militär-Update, finde ich. Ne? Alles klar. Das war es auf jeden Fall jetzt mit dem Fahrzeug. Jetzt kommen wir gleich mal zum nächsten. So, das ist nun das fünfte Fahrzeug. Das gibt es jetzt auch in zwei verschiedene Varianten. Einmal in so einem Waldmatsch-Steintarn, sage ich mal. Das ist so die lustige Variante. Und dann gibt es noch die zweite Variante, auch wieder in so einem neutralen Farbton gehalten. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass dieses Fahrzeug mein absolutes Lieblingsfahrzeug ist, weil das ist absolut Killer. Also das ist noch mehr als Killer. Jeder von euch kennt es bestimmt, ihr seid in der öffentlichen Lobby, da ist irgendein Psychopath unterwegs, also der halt, ja, eine rote Markierung hat und in der Hydra drin hockt und einfach die komplette Lobby abfuckt. Weil er einfach in so einer scheiß Hydra drin ist, die man einfach nicht vom Himmel runterkriegt und der nichts anderes kann, wie den ganzen Tag in so einer scheiß Hydra drin hocken und die ganze Lobby abfucken kann. Ne? Das kennt ihr doch bestimmt. Alles klar, mit diesem Panzer wird es auf jeden Fall definitiv anders ausgehen, weil dieser Panzer, der ist Hydra-Killer, der hat wirklich alles. Der hat hier, wie ihr seht, schon das Hydra-Gefecht, also das, was die Hydra so als Gefecht hat, also Maschinengewehr oder ich weiß nicht genau, wie es heißt bei der Hydra, wenn man umschaltet von Rakete auf das Maschinengewehr, glaube ich. Das hat der Panzer auch, das heißt, die Hydra, wenn die zu nahe kommt, ist die einfach weg. Bams, fertig. Dann hat es zusätzlich noch Raketen, wo wirklich mega fett ist, wo man auch eventuell eine Hydra damit kriegt, obwohl die Hydra schon relativ schnell ist, wo auch Raketen ausweichen kann. Aber hat es natürlich auch. Und es hat natürlich MG, also es hat also das MG vom Insurgent oder vom Karin-Technical. Auf jeden Fall, dieser Panzer, der ist wirklich so dermaßen Killer. Ich glaube, es wäre so ein bisschen Imbalance. Es wäre ein guter Ausgleich zur Hydra, aber halt, ja, für die Leute, die nicht in der Hydra sind, die haben einfach gelitten, sage ich jetzt einfach mal, weil der Panzer ist einfach so eine Bombe. Ich würde es so feiern, wenn GTA den ins Spiel bringen würde, wirklich. Ja, aber es wäre halt unfair den anderen gegenüber. Aber scheiß drauf, du hast einen geilen Panzer, ey. Gib dir mal einen Panzer, ey. Der ist so geil. Das wäre schön. Ja. Gönnt euch einfach nur diesen Panzer und dann, sobald ihr es fertig gegönnt habt, dann würde ich einfach mal sagen, wir kommen zum letzten Fahrzeug. So, kommen wir nun zum sechsten und zum letzten Fahrzeug, das ich euch vorstellen möchte. Und da gibt es halt auch wiederum zwei Versionen und die unterscheiden sich aber diesmal nicht nur von der Lackierung, sondern auch wirklich optisch und halt auch vom Geschütz her. Diese Version, die hat halt ein Panzerrohr und hat auch ein MG-Geschütz vom Insurgent und vom Technical und fährt sich halt wirklich extrem geil, weil es halt extrem schnell ist. Das Fahrzeug hat auch wiederum keine Ketten, was ich auch geil finde, dass ja sowas mal ins Spiel kommen könnte, so mit 4 Achsen, 8 Rädern und so, das wäre richtig geil. Und das ist eigentlich auch ein richtig geiles Fahrzeug, gefällt mir wirklich sehr. Zwar nicht so gut wie der davor, aber trotzdem schon sehr geil, weil es halt auch extrem schnell fährt, also ja... Sportwagen jetzt vielleicht noch nicht, aber so Limousinen oder Coupés kommt es auf jeden Fall hinterher, habe ich so das Gefühl, also von der Geschwindigkeit her, und rammt natürlich auch alles weg, was auch sehr geil ist. Kommt mir sogar ein bisschen schneller vor als der Brickade und von daher finde ich den Panzer extrem geil. So, kommen wir also jetzt zur anderen Version von dem gerade eben, und zwar der hat jetzt noch so einen Käfig dran, was ich extrem geil finde, weil gerade wenn ich mir so vorstelle, dass irgendwelche Demonstrationen sind in Los Santos, dass irgendwie die Vagos protestieren für mehr Arbeitslosengeld und mehr Geld für Prostitution und so ein Scheißdreck, dass man einfach so Vollgas in die Menschenmenge reinheizen kann. Okay, das ist vielleicht ein bisschen komisch, das sollte man vielleicht nicht sagen. Auf jeden Fall, ich finde das einfach so, ja, so einen Zaun um den Panzer herum richtig geil. Und der hat aber kein Panzerrohr wie der davor, sondern der hat, ja, auch zwar Raketen, aber halt andere Raketen, nicht die Panzerraketen, sondern ja mehr so Panzerfaustraketen, so Lenkraketen und sowas. Also es fühlt sich ein bisschen anders an als der andere. Und anstatt des Gefechts-MG von, oder des MG von Insurgent oder vom Karin-Technical, hat er einfach eine Minigun drauf. Und es ist wirklich so geil, mit der Minigun da rumzuballern. Also... ich glaube, das ist auch wirklich so das erste Fahrzeug, wo ich so selber gesehen habe, wo die Minigun wirklich auf dem Fahrzeug funktioniert. Also eine Minigun ist ja sowieso unrealistisch, dass man die in der Hand halten kann und rumlaufen kann, weil das Ding ist einfach scheiße schwer und es hat einfach normalerweise ein Dreibein, wo es draufsteht, weil es einfach so scheiße schwer ist. Und der Panzer, der hat es einfach. Und ich finde es richtig geil, mit der Minigun, mit dem Panzer rumzufahren, wesentlich besser und effektiver als das Geschütz von vom Insurgent und vom Karin-Technical. Ja, das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass es nicht zu langweilig war für die Leute, die jetzt auf der Konsole spielen. Aber vielleicht war es trotzdem unterhaltsam für euch und für die Leute, die am PC spielen. Wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung von der Mod. Könnt ihr euch natürlich runterladen und ich finde es natürlich extrem geil, diese Mod. Ich würde sie euch nicht empfehlen, wenn ich sie nicht selber spielen würde. Und es ist einfach heftig, wirklich. Also Jungs, ich würde mal sagen, ich bin raus an der Stelle. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, schönen Tag noch und bis bald.